Hallo Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play XCOM, Enemy Unknown. Ja, Lutz, wie lange haben wir jetzt nicht mal aufgenommen? 3 Wochen, glaube ich, ne? Er war 2 Wochen weg in Frankreich. Frankreich? Ja. Jo. Bonjour an dieser Stelle. Ja, und davor haben wir irgendwie eine längere Session gemacht, um ein paar Folgen zu haben, und jetzt soll das hier irgendwie weitergehen. Genau, und wir haben uns nämlich gerade eben noch die letzte Folge von der letzten Aufnahmesession angeguckt und haben jetzt erstmal festgestellt, dass wir praktisch in der Forschung weitermachen sollen, ein bisschen Jugendförderung machen müssen und unsere Leute insgesamt wieder. Und die auf die Flieger wollten wir uns konzentrieren. Ja, wir die machen Flieger das aber schon. Ich sehe gerade hier, UFO-Energiequelle haben wir schon drin. Ja. Das läuft noch 2 Tage, weil wir brauchen unbedingt einen neuen Flieger. Weil ich sag mal, die nächsten UFOs, die zu erwarten sind, die sind ein bisschen fetter als das, was wir vorher hatten. Jo. Und ja, dem wollen wir irgendwie begegnen können. Ne? Genau. Also, bleibt, glaube ich, ich guck noch einmal eben. Ich mache das immer ganz gerne mal. Einmal reingucken, wie viele Soldaten wir noch haben. Nur wie viel wir auch in Reserve haben. Aber wir haben noch 4 Stück in Reserve. Das langt erstmal. Ja, wir haben letztes Mal ja 2 verloren in dieser einen Mission. Ne? Ja, aber brauchen wir nicht so Moneten. Nach, bisschen Moneten haben wir auch noch. Aber ich würde sagen, erstmal die Forschung abwarten, die 2 Tage. Und dann gucken, was wir da als nächstes bekommen. Ratsbericht war gerade erst. Achso, Frankreich ist ja übrigens weg. Ne? Das trifft sich auch gut. Ja, stimmt. So, da ist er fertig. Kann der Oliver wieder ein bisschen... Genau, Forschungsbericht. Codename Wasserfall. Die Energieversorgungssysteme, die wir aus dem UFO geborgen haben, sind vielleicht das Wichtigste, was wir bislang an Alien-Technologie entdeckt haben. Wir könnten die Feinheiten dieses Gerätes noch jahrelang erforschen, doch durch die Dringlichkeit unserer Situation waren wir gezwungen, bei unserer Entwicklung mehr auf theoretische Analyse zu verlassen, als mir lieb ist. Hör endlich auf, du Spacken. Trotz der Risiken, die mit der Demontage und Imitation dieses Gerätes verbunden waren, haben wir einen kleinen Schritt in Richtung einer angepassten eigenen Energiezelle gemacht. Die wichtigste Entdeckung dabei war, dass ein Element, das wir als Illyrium bezeichnen, die Hauptkomponente ist und den Aliens eine fast unbegrenzte Menge an Energie liefert. Wo wir immer noch eine Menge zu lernen haben, sollte es in der Technikabteilung auf dieser Basis Erkenntnissen möglich sein, mit der Produktion eigener verbesserter Energiezellen zu beginnen. Auf jeden Fall werden wir aber das Illyrium weiter analysieren müssen, das die Außerirdischen mit Energie versorgt. Ja, so. Illyrium-Kraftwerk zum Bau verfügbar. Lass mich raten, es bringt Strom. Viel Strom. Ja. So. Jetzt machen wir mal ein neues Jagdflugzeug. Guck mal, da ist es schon. 14 Tage, haben wir irgendwas, was ganz schnell geht. Ja, aber ich will den jetzt noch nicht fertig machen. Ja. Sonst geht das direkt weiter und da brauchen wir den eigentlich für. Mein Vorschlag, auch wenn das lange dauert, sollten wir das ruhig machen. Illyrium wäre jetzt 7 Tage. Ich weiß nicht genau, was es dann gibt. Lass uns mit dem Jagdflieger anfangen, dann kommen wir auch in der Storyline ein bisschen weiter. Okay, oder? Ja. Okay, kein Problem. Es ist unmöglich, dass die Aliens dies vorhersehen konnten. Wir haben ihr gesamtes Nachschubnetzwerk zerstört. Damit ist es natürlich nicht vorbei. Wir müssen weitermachen. Ja, das machen wir auch. Wir müssen die restlichen Schiffe finden und beenden, was sie angefangen haben. Ist geritzt, machen wir so. So. 8 Tarnsatelliten sind auch noch im Bau. Oh, da geht's direkt mit einem Einsatz weiter. Was haben wir da? Japan, Argentinien, Deutschland. Deutschland. Europa ist eh weg. Von daher. Aber da kriegen wir einen schönen ausgebildeten Typen, ne? Unterstützung, ja. Kann man haben, muss man aber nicht. Was wir machen? Also eigentlich ist es der richtige Auftrag, weil hier ist die Panik am höchsten. Ne? Nur Tatsache ist auch, Europa fällt für uns flach, den Bonus kriegen wir nicht mehr, weil Frankreich ja da die Säge gestrichen hat. Ja, aber noch wieder ein Land zu verlieren, kommt ein Land mehr auf diese Doom-Liste. Ne? Also machen wir einfach. Ja. So, das ist dann ein reiner Zerstörungseinsatz. Da schauen wir mal, ob wir nicht wen von den neuen Jungs mitnehmen können. Ach so, ne, die kommen automatisch rein. Weil wir haben ja ein paar verloren, ne? Ja, wir haben aber jetzt nur Leute dabei von uns. Also Vrampi, Locutus, Burns, Wutbürger. Ja, das stimmt, aber er ist ja hier irgendwie, was ist denn das? Ein Corporal oder was ist das? Mhm. Schauen wir mal, wie weit der ist. Er ist ja erst auf Stufe 2, also den kann man durchaus mitnehmen. Der braucht auch noch ein bisschen Wissen. Er hier ist, glaube ich, ganz frisch, ne? Mhm. Mal schauen. Ja, ist so.
Ja, also, was man machen kann ist, wir könnten Dann sehe jetzt ich dann die alte mit. Garotte, die ist ja durchbefördert, die könnte man rausschmeißen. Ja, Ne? würde ich vorschlagen sogar. Machen wir die Weil Garotte du hast jetzt weg. zwei Ach, Quatsch. Scharfschützen, du wärst jetzt mit drei Scharfschützen Nein, versorgt. das ist doch Blödsinn. Muss nur seine Bewaffnung hier abgeben, ne? Und für den anderen, nein, entsprechend ausstatten können. So, Garotte bleibt zu Hause. Dann können wir hier noch einen aussuchen. Was nehmen wir denn da mit? Ja, müssen wir noch einen Rekruten mitnehmen. Rekruten, ja. Granatenschmeißer. Kann immer so ein Ami mit hier. Schießwütigen Ami. Ja, das einzig Gute ist, dass wenn du jetzt Leute verlierst, ne, du ja die Ausrüstung nicht verlierst, die behältst du. Ja, ne? Scopen oder eine Grenade dabei? Guck mal, hier ist noch ein Franzose. Keine Ahnung. Du kannst dort entscheiden, sage ich jetzt mal. Was hat er denn? 75, komm, wir nehmen das Ding damit. Also wenn er schießt, muss er auch was treffen und was Ja. umlegen. So. Recruit White. Ja, ist Jo. sehr interessant. Ja, Granate ist schon Granatenleute. gut. Vrampi. Die erzählt, dass Vrampi letztens in einer WDR-Doku war über Nein. Tetris. Oh. Ja. Ach, ist das der Tetris-Pro, von dem du mir erzählt Genau, hast? ja, genau. So, wie schaut's aus? Gefällt uns das so? Ich glaube, das ist okay, wa? Jo, boah, was habe ich für eine fette Wumme, ey, dass er die mit einer Hand so halten Ja, kann, ne? klar, du Das ist bist ja auch, bist ja unglaublich. der Roadblock, Mann. So, Einsatz start. Ja, und was, worum ging es dabei? Die Rampi-Aktion da? Ja, ich habe die, also ich habe selber nicht gesehen, es ging auf jeden Fall über den Geburtstag vom Gameboy oder von Tetris, das weiß ich Ja. nicht mehr. Da haben sie ihn gefilmt, wie er in der U-Bahn irgendwie Tetris gezockt hat. Also ich weiß nicht ganz genau, lief auf jeden Fall auf WDR irgendwann 21 Uhr oder Das 22 müssen wir Uhr. mal irgendwie rausfinden, dann. Er sei an dieser Stellen Stelle wir auf das jeden Fall online. herzlich gegrüßt. So. Ja, ebenso. Gut, beginn den Angriff. Beginn den Angriff. Unser Zielgebiet liegt nahe der deutschen Ja, das Grenze. haben wir ja Ach, schon ein paar das Mal ist. Eine vorgelesen, lokale glaube ich. Übertragung Du guckst bedeutet, dir gerade die dass Map wir an, die oder? Ja, ich Menschen ein sehe, das großstädtisches ist, Gebiet glaube ich, bombardieren. Friedhof. Wir müssen darunter und alle Feinde ausschalten. Friedhof ist doof. Ja? Ja, so ziemlich viele Ecken und zwischendurch weite Strecken und sowas. Naja, schauen wir mal. Fridjof. So, auf geht's. So, die Rekruten werden gerade noch die Brechtüten verteilt. Hier spricht Big Sky. Strike Frisch Team hat das gestärkt geht's Einsatzgebiet weiter. erreicht. Erbitten Gut, Einsatz ja, und ist der Eingabe. Angekommen, Friedhof. Big Sky. Strike One hat Erlaubnis zum Angriff. Ja, da gucken wir doch erstmal, was da so los ist. Da kommen Sie. Und da haben wir schon, was ist es? Schweber. 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 Aber Schweber. es sind noch leichte Schweber, ist alles gut. Schauen wir mal, was unsere Scharfschützen dazu sagen. Ob einer von denen vielleicht schon ein Ziel hat. Jawohl. 65% ist ja gar nicht so verkehrt, ne? Tschu. Gut, auf jeden Fall hat er schon mal keine Deckung mehr. Ist auch nicht schlimm. Okay. Da müsste aber ein zweiter auch noch Deckung schießen können, oder? Ich weiß es nicht genau. Zieh sie jetzt erstmal da so ran. Die sieht den gar nicht. White könnte eine Granate hinschmeißen. Bringt aber Ne, bringt ihn leider außer eine nicht um, Verwundung nicht sonst. viel. Ja. Shady sieht beide. Shady sieht, das ist gut. Der kriegt ja ziemlich sicher jetzt einen Abschuss. Oder? Nee, halt mal, wo hat er denn den Steiner weggeschossen? Hinter dem, glaube ich. Beide 45%. Ich würde aber eher den versuchen, weil dann kann eventuell noch ein anderer drauf schießen, wenn er die Deckung Im wegschießt. Zweifelsfall, Ah, ne, sieht aber gut im aus. Zweifelsfall löst wie üblich der Roadblock das Problem, ne? Mit seinem Raketchen. So. Shady hat auf jeden Fall jetzt schön Shady wieder. hat einen Abschuss, das ist gut. Ja gut, ob sie da jetzt rumsteht oder nicht, eigentlich egal. So, stell dich mal daher. Wieso hat die den denn da jetzt gesehen?
So. Nein. Das will ich doch gar nicht. Ich will doch bloß die Karte drehen und mit Olli mal da in die volle Deckung gehen. Der sieht den nicht. Doof. Hatte ich mir auch anders vorgestellt. Jo. Okay, aber einen Schützen haben wir noch. Der darf das dann auch mal probieren. 44%. Ist nicht viel, da war doch keine Granate, nichts dabei. Gut. Ja. Da hätten wir noch eine Granate. Ich sag mal, zumindest um den zu schocken. Na. Und dieses Granatenwerfen ist echt manchmal ein bisschen... Keine Chance. Komm doof, hin. Ne? Die Deckung wäre aber weg. Deckung wäre weg, aber es kann keiner mehr schießen. Vielleicht macht ihm das Angst und er haut ab. Du weißt ja doch, was das letzte Mal war mit dem Schweber, ne? Was der gemacht hat, der böse Bursche. Mhm. Der böse Bursche. Na, was haben wir denn sonst für Alternativen? Ich hab jetzt... Nee, also Olli kann nichts machen, weil er den einfach genau, nicht zu Gesicht bekommt. Rakete da hinschießen wahrscheinlich bringt auch nichts. Nee, ich habe ihn ja gezogen. Der Einzige, was ich noch machen kann, ist, ich könnte auch alle einnebeln, aber... Ach komm, wir machen ihm die Deckung weg. Und im Zweifelsfall kriegt im nächsten Zug der Scharfschütze noch einen Abschuss. Beziehungsweise, jo, falls der Deckung sich... ist weg. Die Deckung ist platt, ich genau. Ich sehe ihn aber immer noch nicht, komischerweise. Nee. Ich stell dich aber jetzt mal in Feldposten, mal gucken, falls er sich bewegen sollte, dann... kommt, ja. Ja. Ja, ja, irgendwie findet er das, er findet das nicht cool, aber schießt. Bäm. Crit 5? Ne, kein Crit. Ehe, ich höre Motoren, Olli. Da war ja klar, die gehören jetzt zum Standardrepertoire. White, unser Rekrut, könnte vielleicht den Abschuss kriegen. Also wer ihn auf jeden Fall kriegt, ist hier hinten der snippige Snip, der hier. Shady. Denke ich mal. Ne? 85% sieht auch gut aus. So, mach ihn platt. Ja. Hat er auf jeden Fall eine Beförderung sicher. Ja, da stand doch gerade was. Ja, wurde befördert. Befördert. Sehr schön, okay. So, jetzt wollen wir natürlich mal wissen, wo die Motoren sind. Ach, guck mal, wir haben ja ein Erste-Hilfe-Paket dabei. Das ist ja sehr schön. So, Molly nimmt sich jetzt erstmal diese Ecke davor. Sieht nix. Ich lasse ihn erstmal da stehen. Ja, ja, vorsichtig vor, würde ich sagen. Genau. So, Mr. White. Und da hier vorne eine schöne Deckung. Weil mein Plan ist es, der kann da auch mal direkt überwachen, den Scharfschützen da ranzuholen. Na toll. Das ist weg, das Stück Mauer, wo ich ihn hinstellen wollte. Egal, dann nehmen wir halt die halbe Deckung fürs Erste. Und dann kann nämlich der Kollege hier den direkt heilen. Das ist auf der Nummer 5. Verbraucht sich die Heilung? Ja, dreimal. Ja, ja, dreimal kannst du es machen, aber er ist fast wieder voll. Guck mal, so ein bisschen Eispray. Ja, ja, das tut's wohl, ne? Bewirkt, ne? So, Feldposten machen wir mit der Laserpistole. Ich stelle erstmal hier eine Wand. Dann sind die Aliens dran. Und ich höre sie immer noch schnauben. Irgendwo stecken sie. Die sind schon wieder dran. So. Eigentlich ist es ja genau richtig, ne? Der Rekrut ist vorne und lotet alles aus. Ja, aber der Rest versteckt sich da hinten hinter der Wand. So. Da sehen wir ganz viel. Was wollt ihr denn? Das ist schön, dass sie auch direkt außer Sicht rennen. Dann kann ich nämlich direkt da oben Feldposten hinstellen. So war Spurt. Ja, ist nicht schlimm. Ich will nämlich im nächsten Zug um die Ecke rum. So.
Einer ist nämlich dahinter die Mauer gerannt, das habe ich gesehen. Shady muss auf jeden Fall vor. Von da hinten bringt er nichts. Ja, wir müssen nur ein bisschen aufpassen, nicht, dass sie uns hier auf eine falsche Fährte locken, ne? Ja. Wir dürfen also, ich würde nicht so weit vorstürmen, nicht, dass wir die Mutonen jetzt auch noch ziehen, dann haben wir nachher. Ja, ich verlagere jetzt eigentlich alles von da hinten, von links auf rechts. Ich hätte eigentlich sonst über rechts weiter vorgehen wollen. Gut. Der Olli kommt auch hinterher. Tja, was kann der von da aus sehen? Ich weiß nicht, ob der bis da hinten rüber gucken kann. Ansonsten wäre das vielleicht auch cleverer, den da vielleicht hinzubringen. Spurtet er auch, ne? Da ist aber volle Deckung. Ist eigentlich ganz cool da. Was ist, wenn wir den neben den Grabstein da stellen? Dann hat er den da im Weg. Glaube ich. Der hier wäre optimal. Nee, ich meine hier an die Ecke. Tippst du mit dem Finger drauf? Ja, hier, ich, du? Ja, ja, genau. Kannst du auch probieren. Ist ja natürlich für alles, was von da kommt, ist natürlich offen. Total offen. Ja, gut, klar, aber wir wissen ja, dass die. Ja, ist schwierig, ja. Ja, komm. Stellen wir ihn erstmal dahin. So. Laserpistolenfeldposten. Oh. Ja, von da kommen die Mutonen. Na super, ey. Nix. Und ich höre noch Schweber. Jo. Ja. Und wir sind am Folgenende los. Nein. Doch, wir sind am Folgenende angelangt. Ich hoffe, der Fluss wird nicht wieder über deinen Schnittwahn fluchen. Na, im Moment geht's ja. Okay. Nein, Okay, ja, wir bedanken uns fürs Zusehen, würde ich sagen. Ja. Und bis zur nächsten Folge, Leute. War schön, mal wieder hier ein bisschen was abzuspulen. Na? Genau. Ich sag mal, bis gleich. Bis dann. Ja, tschüss. Ciao.